Hallo, ich habe wieder ein Rezept für euch. Dieses Mal eine leckere Nachspeise mit Haferflocken. Dazu einen Topf auf den Herd stellen und Haferflocken hineingeben. Mit Wasser mischen und unter ständigem Rühren erhitzen. Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dann vom Herd nehmen, in Gläser füllen und abkühlen lassen. Nun rote Grütze auf die Masse geben. Joghurt in einer Schüssel mit Quark mischen und über der roten Grütze verteilen. Mit Schokoraspeln oder Streuseln verzieren. Das Dessert eignet sich auch wunderbar zum Mitnehmen zur Arbeit. Es kann am Vortag schnell und einfach zubereitet werden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis bald!